Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harveys neue Augen. Wir pusten jetzt einmal in den Akkutester. Schau mal, wie voll wir sind. Oh, das sind aber gescheibesoffen. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, eine Haubitze? Ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Wir sind nicht voll wie eine Haubitze, was auch immer ich das hoffe, sein mag. Das ist ja eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Wie alt ist Lily? Wahrscheinlich so 13 Und da oder war so. Sie nun endlich, die Karte. Das ist Lily inzwischen leider normal. Ein Hamster! Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Das war bestimmt Dr. Marcel. Vielleicht hatte Lily endlich einen neuen Freund gefunden. Er hat getwirkt. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Okay, dann schauen wir mal auf die Karte. Wo hat sich denn Edna versteckt? Und da war sie nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lily doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Ja. Besonders wenn Lily bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Ja, super gemacht. Vorher halt mal nachdenken, so, dann überreden wir den Polizist. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Nie wieder Saufis auf. Also bis ich halt volljährig bin. Du sollst nicht lügen. Okay. Hallo, Harvey. Schau mal, was ich da für ein wundervolles Wolli-Knolli für dich hab. Oh, das Wolli-Knolli. Darf ich das nochmal sehen? Oh. Ja, voll geil. Aha. Ich möchte jetzt die Oogie-Woogie-Scheiße jetzt nicht anhören. Ich imitiere das gerne für die, wo es hören wollen. Woogie, Woogie, Woogie. Wir sind jetzt in unserer Dross. Oh, ein Justizier. Hallo. Na, Lilly, willst du etwa raus? Ja. Aha. Das dachte ich mir. Oh. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du Aus wolltest mir doch nicht einer etwa ausreden. Oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Geil, Toast mit Mozzarella und Butter. Aber das wäre gelogen. Und Lügen sind toll. Wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Ich glaube nicht, dass in unserem Rechtssystem drinsteht, Lügen sind böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Also, ich kombiniere jetzt wahrscheinlich Sachen, die wohl halt gleich aussehen. Also, Wahrheit und Weisheit. Jetzt haben wir die böse Wahrheit. Das ist logisch. Okay, das ist logisch, das freut mich. Dann, was haben wir denn noch? Böse und Wahrheit. Also wir suchen jetzt irgendwas mit Böse wahrscheinlich. Also Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Also die
Lüge ja, ist das Wahrheit. Ist logisch. Und Gut und Wahrhaftigkeit, damit sind Lügen gut. Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Ja. Aber das kann doch nicht sein. Das scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Richtig. Wir dürfen nur lügen. Was? Widerlich. Totes Haar. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Cool. Wir können jetzt lügen. Lügen wir doch gleich mal den Polizisten an. Und wir haben schon 4 der kleinen Häschen gefangen, wurde gerettet. Und ich glaube, das ist die Hälfte. Ich glaube, 8 gibt es insgesamt. Und dann hätten wir jetzt halt ja schon 4 von 8, also die Hälfte. Aber immer merken, Lügen sind gut. Ich möchte dich mal eine Runde anlügen. Hallo, Herr Polizist. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen. Aber danke. Du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ich und Unsinn? Niemals. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Ja, genau. Und du flunkerst auch nicht? Nein, was denkst du denn? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Wir sind frei. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Ja. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Ja, wow, richtig cool. Ich imitiere mal wieder für euch das Woogie-Woogie. Woogie, Woogie, Woogie. Und wir sind in Dross. Es klappt doch jedes Mal aufs Neue. Ja. Ich habe die starke Vermutung, dass wir jetzt pokern müssen mit diesen Pokerhunden. Dafür brauchen wir Kohle. Also, Lilly saufen war sich zwar nicht ganz sicher, aber es. Ja, Kaffee, okay, passt schon. Ja. Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Schön, dann können wir den jetzt hier als Fährmann oder wie man das nennt? Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Der Barmann Lilly behielt die... Ich möchte doch nur... Muss ich jetzt erst sagen, dass ich Geld brauche von den Hunden? Wo willst du denn? Ja, ich weiß, dass ein Ralf Zuckowski-Konzert wahrscheinlich total toll wäre. Nein, Woogie Woogie Woogie. Muss ich mit dir labern? Du Baumann. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Hä? War ein Witz. Ich bin einfach nur tot gefangen im Limbus. Ist aber ganz lustig hier. Man kann in Störbildern erscheinen, auf dem Friedhof Emos erschrecken. Ich wünschte trotzdem, ich hätte Geld für den Fährmann dabei. Aber ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken. Sammeln? Wieso Sammelbüchse? Okay, ja. Dann wissen wir es, dass wir das bestimmt jetzt dürfen. So, Lilly, komm wieder zu dir.
Ich glaube halt, dass sie ein Down auf irgendwelchen Drogen ist. Aber ja. Dann tun wir mal ein bisschen... Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Okay, dann sehen wir es nächstes Mal wieder bei einer neuen Folge und lösen dann das Problem. Bis dahin, tschüss.